So, hallo zusammen. Ich bin gerade dabei, die Stoßdämpfer bei meinem E36 Touring hinten zu wechseln. Und das habe ich schon mehrfach getan. Allerdings ist da einige Vorarbeit zu leisten, gerade so was Verkleidung und so angeht. Und da habe ich mich schon immer relativ schwer getan. Und deshalb mache ich jetzt ein kleines Video. Vielleicht kann ich ja jemand helfen dabei. Ja? So. Es geht im Grunde genommen los hier mit den Seitenteilen, die müssen raus. Die Schrauben hier sind etwas dicker. Na? Die gehören nämlich genau zu den Seitenteilen hier. Jetzt ist er weg, gehe ich mal gleich suchen. Dann hier Seitenteile raus. Gleich auf der anderen Seite. Also da passen nicht die normalen grauen Schrauben rein, sondern die sind etwas dicker. Ja, und das hier rein. Das muss raus. Das ist einfach nur hier oben eingeklipst und dann unten mit der Schraube befestigt. So. Hier die Abdeckung raus. Da kommt mir schon der Verbandskasten entgegen. Das Teil hier raus. Und ein bisschen schweren. Komm mal her. So ein Teil ist auch nie verkehrt. Man so Seiten. Kleidung rausbaut. Vor allem, wenn man alles mit einer Hand macht und es dabei filmt. Also für wen das keine Hilfe ist und wer sagt, hier lächerlich, ist ja kein Problem. Der schaltet einfach das Video aus. Wie gesagt,